Good lawyer, bad lawyer, baby. Worked like a charm. Come on, you know you want it. There it is. Die Leader-Member-Exchange-Theory ist eine Theorie basierend auf dem vorgesetzten Mitarbeiter-Austausch-Verhältnis. Im Gegensatz zu klassischen Ansätzen der Führungsforschung, bei denen die eigenschaftsorientierte, verhaltensorientierte oder situative Perspektive betrachtet werden, steht bei der Leader-Member-Exchange-Theory die Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter im Fokus. Hierbei geht es primär nicht um das allgemeine Verhältnis der Führungskraft zu ihren unterstellten Mitarbeitern, sondern um die einmaligen dyadischen sozialen Beziehungen, deren Qualität sich von Mitarbeiter zu Mitarbeiter unterscheiden kann. Die Führungskraft und der Mitarbeiter stehen in einer Austauschbeziehung zueinander, die auf Reziprozität basiert. Erbringt eine Partei eine Leistung, erwartet diese auch eine entsprechende Gegenleistung. Frei nach dem Motto, ich gebe etwas, weil ich davon etwas erwarte. Die Austauschbeziehungen lassen sich nach ihrer Qualität in drei Kategorien unterteilen: Outgroup-Mitarbeiter, Middle-Group-Mitarbeiter und In-Group-Mitarbeiter. Die Beziehung zwischen der Führungskraft und einem Outgroup-Mitarbeiter weist eine niedrige Qualität auf und ist auf formale Vereinbarungen beschränkt. Der Mitarbeiter erledigt lediglich Routineaufgaben und übernimmt kaum Verantwortung. Middle-Group-Mitarbeiter stehen der Bezeichnung entsprechend zwischen Out-Group- und In-Group-Mitarbeitern und tendieren langfristig in eine der Richtungen. Die Beziehung zur Führungskraft ist flexibel und entwickelt sich in mehreren Phasen. I mean, yo, like if I'm the guy, then you should just tell me what the hell's up. What? You are not the guy. You're not capable of being the guy. I had a guy, but now I don't. You are not the guy. Ein besonderer Status kommt den In-Group-Mitarbeitern zu. Die Beziehung zur Führungskraft ist intensiv und basiert auf einem partnerschaftlichen Verhältnis. In-Group-Mitarbeiter tragen entscheidend zur Zielerreichung bei und erledigen Arbeit über ihre Pflicht hinaus. Führungskraft und Mitarbeiter schätzen sich darüber hinaus auch auf emotionaler Ebene. I'm going to war with the people that took my license. I don't need the top guy. I need the best partner I've ever had. And I need him to have my back. Die Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter ist nicht statisch, sondern entwickelt sich in drei Phasen. In der Phase des Fremdseins agieren Führungskraft und Mitarbeiter nur in den durch die Organisation vorgegebenen Rollen. Einige Beziehungen bleiben auf dieser Ebene. Andere entwickeln sich weiter. In der Phase der Bekanntschaft kommt es zur Gestaltung der eigenen Rollen und das Ausmaß des Austauschs sowie die Qualität der Beziehungen nimmt zu. In der Reifephase kommt es zur Rollenimplementierung. Es herrscht ein Vertrauensverhältnis und die Beteiligten verfolgen gemeinsame Interessen. Also kurz zusammengefasst, die Leader-Member-Exchange-Theory stellt die Austauschbeziehungen zwischen der Führungskraft und den einzelnen Mitarbeitern in den Fokus. Diese können sich in ihrer Qualität und Intensität für verschiedene Mitarbeiter unterscheiden und sind zeitlich veränderbar.